Pokémon oder Digimon? Pokémon, Pokémon. Kaffee oder Tee? Kaffee. Hund oder Katzenmensch? Katzenmensch. Pulst du die Gurke beim Cheeseburger runter oder isst du sie mit? Ich liebe die Gurke auf dem Cheeseburger, ja. Eine Woche ohne YouTube oder eine Woche ohne Dusche? Eine Woche ohne YouTube. Nie wieder YouTube oder nie wieder Süßigkeiten? Nie wieder Süßigkeiten. Instagram oder Twitter? Instagram. Wer war zuerst, das Huhn oder das Ei? Das weiß ich nicht. Wenn du schätzen müsstest? Ich tippe jetzt auch mal auf das Ei. Frühaufsteher oder Langschläfer? So mittel bis früh. Game Boy Color oder PlayStation 4? Game Boy Color. Lob oder doch eher Kritik? Kritik, glaube ich eher. Freunde oder Fans? Freunde. Und hast du früher über MSN oder ICQ gechattet? Beides gleichzeitig, natürlich. Ja, ja, das ging. Na gut, Multitasking. Ja, hattest du das nicht? Ich hatte MSN. Also meine ganze Klasse hatte MSN und ICQ. Ich weiß nicht, wo der Sinn dahinter war, aber... Jetzt habe ich mein Interview verloren. Oh, das ist weg. Na gut, dann sind meine Interviewfragen weg. Und danke für das Interview und für deine Zeit. Und viel Spaß bald in Hamburg. Vielen Dank, vielen Dank. Hey, ihr habt es bis zur Endcard geschafft. Ich bin Lotta von Pointer. Pointer ist ein Internetmagazin für junge Leute und Studenten. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Ideen. Also schreibt doch in die Kommentare, was ihr gerne sehen möchtet. Hier kommt ihr zu unseren neuesten Videos. Wenn euch gefällt, was wir tun, gebt doch einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal. Dann bis zum nächsten Video. Wir haben gestern Abend gefeiert und das ist jetzt noch so ein bisschen zu spüren. Hier reingefeiert quasi, oder? Ja. Also unter den YouTubern? Ja. Es tut mir leid, dass... Nö, mir tut nichts leid. Unendlich mittlerweile. Ich glaube, wenn ich die abgeben würde am Pfandautomaten, hätte ich mindestens 50 Euro oder so. Wen findest du toll und warum? Nehmen wir mal die YouTuber-Szene. Es gibt viele, die ich cool finde. Also und die Außenseite mag ich richtig gerne. Ja, Julian Bam, mit dem bin ich ja auch befreundet. John, ja, Simon Unge.